Ja, ich will einen Kocher bauen, der Windschutz und Ständer in einem ist. Und zwar für diese Tasse hier. Dafür messen wir die Tasse mal einmal aus. Die Tasse hat einen Durchmesser von 95. Und der Windschutz, der soll schön hier einmal drumherum gehen. Und die Flammen, die sollen so ein bisschen Platz haben hier. Der Durchmesser vom Windschutz soll 110 Millimeter betragen. Dann brauchen wir ein System, damit wir hier den Blechstreifen irgendwie verbinden können, so überlappen lassen oder so. Und jetzt rechnen wir uns aus, wie viel brauchen wir, um diesen Ring herzustellen. Wir brauchen hier einmal den Umfang. Wie war das noch gleich? Mal kurz googeln. U Umfang ist Pi. War doch irgendwas mit dem Kreis, ne? Mal, wir haben den Durchmesser, also mal D. U ist 3,14 mal 110 Millimeter. Und das sind 345 4 Millimeter. Wir runden das ein bisschen auf und sagen, unser Blech, das soll 35 Zentimeter sein. Plus irgendein System, dass wir das noch ineinander haken können. 2 Zentimeter. Wie hoch muss unser Blech werden? Wir haben hier einmal Brenngut. Das war eine ganz gute Höhe eigentlich zur Tasse. Hier die Tasse. Und wir nehmen mal, so dass die Tasse noch so ein bisschen mit drin sitzt, 7,5 Zentimeter. Wir brauchen also einen langen Blechstreifen. Dafür haben wir hier diese Faxedose. Und der Umfang, der reicht leider nicht. Also, was machen wir? Ab dieser Kante können wir das Blech benutzen. Und wir haben gesagt 7,5 cm. Das ist da. Hier. Deswegen schlängeln wir uns jetzt mal einmal so ein bisschen drumherum. Hier an unsere Markierung vorbei. Da sind 30, 36, 37. Also bis dahin, das reicht alle Male. Okay, ich habe es jetzt mal aufgemalt. Wir fangen hier an. Hier die obere Kante nehmen wir mit. Und dann schneiden wir hier uns rum, schälen das wie so ein Apfel. Und dann hier unten einfach so weit wie es geht erstmal.
Okay, das ist unser Streifen. Zehn, so wie wir wollten. So, die Ecken machen wir uns so ein bisschen rund, damit das nicht so piekst. Für eine Verbindung könnte man jetzt einmal ein Blech hier auf dieser Seite umbiegen. Und auf der anderen Seite in die andere Richtung, so dass man das dann quasi einfach hier so einhängt. Okay, das sieht ja schon ganz gut aus. Ja, jetzt brauchen wir den Abstand, wie tief die Tasse da drin hängen soll. Zweieinhalb Zentimeter. Jetzt kommt unser Bierfass zum Einsatz. Das hat etwas dickeres Blech. Das brauchen wir jetzt. Wir machen uns jetzt mal 1,5 Zentimeter dicke Streifen. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal so 3 cm vielleicht reinragen. 3 cm. So. Und wir brechen das dann über die Kante hier. So, und was hatten wir gesagt? Hier dann diese Höhe. Ja, das ist genau die blaue Linie. Ja, ein Zufall, ne? So, und dann soll das ja hier nur eigentlich noch mal festhalten. Dafür gehen wir dann hier einfach noch mal einen Zentimeter raus. Jetzt nehme ich mal zwei Abfallstücke hier, doppelte Stärke. Zack. Das Ganze dreimal. Zup, zup. Alles klar. Das passt doch. Dann habe ich mir hier eine Box Aluminiumdosen bestellt.
verschiedene Größen. Und dann nehmen wir mal 5 cm Durchmesser. Machen uns vorsichtshalber diese Dichtung. Schaumstoffmäßig ist die, die machen wir mal raus. Jetzt kommt wieder unser Fire Dragon zum Einsatz. Und den machen wir mal da rein. In der Theorie können wir den dann einfach hier so reinstellen. Und dann ist er auch ein bisschen vom Boden weg. Und ich hoffe, dass der Fire Dragon da drin luftdicht verpackt ist. Das Klappern ist natürlich los. Dann machen wir das anders. Machen wir noch einen kleinen Lappen dabei. Ist sowieso immer gut.